Ja, schönen guten Abend zum Sandmännchen. Wir haben jetzt mal eine etwas andere Sandmännchenstunde hier, die wir hier einläuten werden. Und zwar eine Geschichte zu den Luditen. Vielleicht wisst ihr jetzt nicht, was die Luditen sind. Deshalb werde ich jetzt mal etwas dazu verlesen. Und zwar aus einem Buch zur Ars Electronica, das war 95. Und zwar geschrieben von Critical Art Ensemble. Der Ludismus in der Frühphase der Kapitalentwicklung stellte die absterbenden Gedanken des feudalen Körpers dar, während die Angriffe auf die Textilfirmen die letzten Muskelzuckungen des feudalen Leichnams bildeten. Also hier kann man sagen, klingt so die Idee der Industrialisierungszeit an und gleichzeitig auch das Motiv, also im physischen Sinne Maschinen zu zerschlagen. Genau. Wie würdest du das beurteilen? Das ist halt dann ja, der antimoderne Reflex, also sich gegen etwas zu stellen, was eigentlich so den Verlauf der Welt, was da eigentlich vorgeschrieben wäre vom Gang der Geschichte. Da ist sicherlich ja, eine Menge Motivation dahinter, die dann auch sehr ehrbar ist, nämlich der Kampf dann um soziale Gleichheit oder überhaupt um soziale Besserstellung, indem man dann halt die Maschinen angreift. Aber es ist eine Bewegung, die letztendlich scheitern musste, weil die Moderne ist einfach weitergeschritten und hat alles mitgenommen. Und wenn wir jetzt hier über sowas wie Hacker und Hacktivismus reden, dann denke ich, dass die Luditen als eine Bewegung, die scheitern mussten und auch aus meiner Sicht zu Recht gescheitert sind, sowas sind wie der böse Zwillingsbruder der Hacker. Denn dieser Hass auf die Technologie, der Hass auf die Moderne und der Kampf gegen die Maschinen, das ist dann irgendwie was dem Naturell des Hackers überhaupt nicht entspricht. Also der Hacker und der Ludit, könnte man sagen, sind auf gar keinen Fall siamesische Zwillinge. Böse Zwillinge. Sie haben halt beide eine Leidenschaft, sich gegen das zu stemmen, was die Zeit ausmacht, nämlich den Mensch durch die Technologie in gewisse Strukturen zu zwängen, die ja dann halt im Zusammenspiel der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse den Menschen dahin formen sollen, dass er einfach funktioniert. Der eine, der Hacker, der macht das aus einer Motivation, dass er die Technologie ja zutiefst liebt und in der Beschäftigung mit der Technologie halt erfährt, wie er sich dagegen aufstemmen kann, was gerade der Zeitgeist ist. Der Ludit versucht halt in eine vormoderne Zeit sozusagen als Suicide-Bomber oder so das alles wieder zurückzuholen und muss halt damit dann auch scheitern. Ob der Hacker scheitern wird mit seiner Utopie, das wissen wir. Utopie eines Hackers. Ja, schwierige Sache, weil wenn man irgendwie 5 Hacker fragt oder 23, dann wird man wahrscheinlich 23 unterschiedliche Antworten kriegen, aber es ist... 23, die Zahl hast du jetzt bewusst gewählt, oder? Ist halt eine Zufallszahl, also nimmt man halt so zufällige Zahlen, die einem in den Kopf kommen, wie 23. Weil sie ja immer mit Verschwörungen belegt wird und so weiter. Ich hätte 42 sagen können. Ja. Man bekommt auf jeden Fall eine Menge unterschiedlicher Antworten, weil das halt alles sehr divers ist, aber irgendwie ist es schon der Wunsch halt in der Beschäftigung mit der Maschine trotzdem Mensch zu bleiben und sich ja gegen alles, was einen davon hindert, die Welt zu verstehen, hands-on, wie der Amerikaner sagt, halt direkt in die Tasten greifen, direkt irgendwie gucken, wo die Codes sind, dagegen aufzustemmen. Das kann zum Beispiel irgendwie Restriktionen im Copyright sein, dass ich nicht mehr gucken darf, wie bestimmte Programme funktionieren. Das kann aber auch, wie es in der Frühphase der Computerei war, sein, dass man sich gegen irgendwelche Priesterkasten von IBM aufstellt. Also da wurden Großcomputer in Universitäten halt dergestalt eingeführt. Bestehen da religiöse Zusammenhänge? Du sagtest gerade Priesterkaste. Ja, das wurde alles so ein bisschen religiös verbrämt sozusagen. Also die Leute traten halt so auf, dass die ihr Rechenzentrum betrieben haben mit der sündhaft teuren Rechenanlage und man gab dann als Student seinen Lochkartenstapel ab beim Hohepriester, der warf das dann in die Maschine und am nächsten Tag hat man dann erfahren, da war irgendwo ein Semikolon zu viel, ganzes Programm ist nicht durchgelaufen, nochmal eine Woche Lochkarten stanzen. Und das ist halt etwas, was einem Hacker total zuwiderläuft. Der möchte dann halt wirklich direkt in die Maschine eingreifen und wirklich gucken, wo kann ich hier die Bits verschieben.
zurück zu den Luditen. Wir hatten gerade gesagt, das war zu Beginn der Industrialisierungsphase, Anfang des 20. Jahrhunderts, die natürlich schon wesentlich früher beginnt, beispielsweise in England. Nun ist es aber so, dass wir, sagen wir mal, in der Postmoderne, auch wenn es ein Unwort ist, ich nenne es jetzt mal so, die Idee der Reproduzierung herrscht, dass der Körper halt künstlich wiederhergestellt werden kann, also Stichwort Biotechnologie. Was wäre denn ein Ludit in diesem Umfeld? Interessante Frage. Also halt jemand, der dann gegen Gentechnik vorgeht oder da. Also das ist diese radikale These ist jetzt hier jemand, der eh schon einen Herzschrittmacher trägt. Ja. Der müsste dann eigentlich zerstört werden, weil er schon Teil der Maschine ist. Das wäre diese Auslegung, eine sehr radikale Auslegung. Also das ist im Grunde kein Mensch mehr, weil er schon Prothesen in seinem Körper mit sich trägt. Richtig, also man kann das auch noch weiterführen. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir da jetzt mal ein bisschen so vom Stofflichen wegkommen werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in Zukunft einen großen Teil unseres Lebens halt online verbringen werden. Also es gibt erste Anzeichen dafür. Wenn ich jetzt mich selber nehme oder meine Kumpels, die vielleicht dann ein bisschen auch anders geartet sind, die geben zum Teil für Kommunikation fast das Gleiche aus, wie sie für Miete ausgeben. Und ich denke, das wird sich irgendwann auch umkehren, dass halt die Kommunikationskosten, also sozusagen die Miete für den Cyberspace, um mal ein anderes Unwort, nachdem du jetzt schon die Postmoderne erwähnt hast, zu nehmen, das wird dann irgendwann auch die Miete im Mietspace, in der realen Welt, irgendwann überflügeln. Das heißt also, man gibt da mehr Geld für aus, online zu sein, als offline zu sein. Und das ist halt dann auch eine Problematik. Und da gibt es dann auch eigentlich auch gar keine Begründung mehr, ein echter Ludit zu sein, weil dann würde man halt selbstzerstörerisch tätig werden. Also es geht nicht darum, das zu zerstören, was einem so die Lebensgrundlage gibt, sondern das so einzurichten, dass man dann auch anständig leben kann. Ich lese mal den Abschnitt kurz vor, bevor wir dann zu einem anderen Motiv kommen. Ja. Der Gedanke an den Cyborg erster Ordnung, hier wird nämlich zwischen Cyborg erster Ordnung und zweiter Ordnung getrennt. Also der Gedanke an den Cyborg erster Ordnung kann einem Angst einjagen, besonders wenn man bedenkt, wie gut die Mittelklasse bereits auf diese Entwicklung vorbereitet wird. Statt von Begriffen des Todes umrahmt zu werden, wird die Cyborg-Frage mit Leben, Begehrlichkeit und Unterhaltung in Zusammenhang gebracht. Begehrlichkeit und Unterhaltung, so zum Beispiel vom Herzschrittmacher bis zur Kontaktlinse, macht die Biotechnologie den Körper lebensfähiger, so heißt es hier. Wer wird Nein sagen zu einer Technologie, die das Leben verlängert oder zu einer solchen, die dem Körper seine normativen Funktionen zurückgibt? Also das Ganze wird anders verpackt. Diese Idee auch vielleicht der Überwachung, das wäre dann der nächste Bogen, Überwachung am Arbeitsplatz oder sowas, dass man halt mit Unterhaltungsindustrie, das heißt durch Konsum, indem man halt in Kaufzonen schreitet und so, dass man das gar nicht so mitkriegt, also diese Verwandlung, die da sich vollzieht. Also das ist natürlich ein Widerspruch, den kann man relativ schwer auflösen. So. Auf der einen Seite ist also die Frage, wer wird Nein sagen zur Technologie? Und ich denke mal, erstmal keiner. Also Technologie ist immer das, was uns vorangetrieben hat. Also alles andere wie Religion oder Ideologie, das hat dann eher so problematischere Folgen gehabt. Technologie war eigentlich das dann, was die Welt spannend gemacht hat und halt auch unser Leben angereichert hat. Und das ist auch das, was ich immer noch hochspannend finde, Technologie. Finde ich auch einen Wert an sich. Das ist die eine Sache. Die andere, immer noch euphorisiert? Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann man halt nicht guten Gewissens behaupten, dass Technologie dann auch völlig wertneutral ist, sondern natürlich ist Technik immer ein Abbild der herrschenden Verhältnisse. Also das heißt, Technik wird auch wirklich bewusst daraufhin designt, etwas zu optimieren, was in den herrschenden Köpfen halt als optimal dann schon vorhanden ist. Also Menschen sollen rationaler geformt werden und sollen dann halt auch technischer funktionieren. Es gibt da also relativ... Der Rationalismus, der Funktionalismus, die Cogito steht dabei im Vordergrund. Richtig. Also es gibt relativ interessanten Aufsatz von
Jürgen Habermas, der auch schon ein paar Jährchen älter ist, Technik und Wissenschaft als Ideologie. Und der deckt dieses Problem eigentlich auch ganz gut. Also der ist auch aus anderen Gründen dann auch wieder angreifbar und zu kritisieren. Aber die Idee, dass eine Technik nicht einfach im luftleeren Raum entsteht, passiert auch. Zufallsentdeckungen so. Aber normalerweise wird heute nichts mehr entdeckt oder erfunden, sondern entwickelt. Und da ist es dann halt auch schon im Wort drin. Also es wird ausgewickelt wie aus einem Geschenkpapier über längere Zeit. Und das heißt also, man geht dann auch schon mit einer gewissen Ideologie dran und versucht, das auf die Spitze zu treiben, was sowieso halt schon im Moment in unserer Welt vorherrscht, dass das Rationale, das Funktionieren, dass man halt ja, die Gesellschaft wie eine Maschine ansieht, die man zu bedienen lernen muss. Und dass es Maschinenbediener gibt und Bediente sozusagen. Du hast gerade von Habermas gesprochen. Er ist ja selbst Vertreter der Frankfurter Schule, hat also auch spätere Frankfurter Schule. Hat bei Adorno noch und Horkheimer gelernt. Ja. Und da gibt es ja die These der Kulturindustrie. Genau. Zur damaligen Zeit bedeutete das, dass alles gleichgeschaltet wird. Und man könnte auch sagen, dass diese Schule auch eine gewisse Kulturkritik betreibt, die sich auch gegen die Technik aufstemmt, aber außerhalb ihrer Dimension. Das heißt, wir haben es hier nicht mit Philosophen zu tun, die selber Computerfreaks sind oder diese Technologie mit von den Kinderschuhen auf entwickelt haben oder partizipiert haben daran, sondern eben von außerhalb Kritik betrieben haben. Ja klar, also ich meine, das kann man Adorno auch schlecht vorwerfen. So seine Hochzeit hatte er in den 40er Jahren. Da gab es halt, noch keinen C64, an den er sich hätte setzen können. Das auf deiner Seite. Aber ich sehe das nicht so sehr, dass die die Technik so sehr kritisiert haben. Sie haben halt, das ist ja mehr so ein Resignieren davor, warum ist die Revolution nicht gekommen, obwohl eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt waren. Und die haben dann gesagt, ja, es gibt halt Krisenbewältigungsmechanismen im Spätkapitalismus. Das System ist einfach super gut da drin, die Spielregeln im Bedarfsfall umzustricken. Und wenn es hart auf hart kommt, wird einfach die Faschismuskarte gezogen. Und so etwas wie eine Zwangsläufigkeit einer Revolution oder so ist dann einfach nicht mehr gegeben. So, es geht einfach alles den Bach runter. Das ist ja so ein bisschen, was dann am Ende des Tages bei der kritischen Theorie rüberkommt. Und dass die jetzt... Die negative Dialektik. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Adorno jetzt der große Maschinenstürmer war. Oder er war einfach total frustriert von dem Verlauf der Sachen. So, wohin meine Kritik zielt, dass man, wenn man Technik kritisieren will, das nicht mehr von außen betreiben kann, mittlerweile jedenfalls, zu der Zeit vollkommen nachzuvollziehen. Und das würde gleichfalls bedeuten, wenn Medienkritik oder Kulturkritik, dann von innen heraus. Richtig, also geht gar nicht mehr. Und ist auch eine Sache, die mich immer wieder, also quasi täglich überrascht, wie Leute das denken, dass sie das trennen können. Weil selbst wenn sie es jetzt im Moment für sich noch trennen können, in ein paar Jahren werden sie es nicht mehr. Das weiß ich einfach. Es ist gestern im Europaparlament ein Gesetz beschlossen worden mit, ich glaube, 397 Stimmen. Also große Koalition im Europaparlament. Die Sozialisten und die Konservativen haben das zusammen durchgedrückt. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, dass mindestens ein halbes Jahr alle Verbindungsdaten in Europa für Telefon, für E-Mail, für SMS, jegliche Form der Kommunikation gespeichert werden müssen und halt für die Bedarfsträger, also Polizei und Geheimdienste, einsehbar sein müssen. Wird das gesetzlich gerechtfertigt, so eine Totalüberwachung? Genau. Totalabspeicherung könnte man Totalüberwachung ist es im Grunde. Also der nächste Schritt wäre halt nochmal, dass man zusätzlich noch die Inhalte der Gespräche auch noch. Also im Moment sind wir halt nur so weit, dass halt gespeichert wird, der hat da und da angerufen und der hat da und dahin eine E-Mail geschickt. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen in Europa. Mindestens ein halbes Jahr. Es gibt Stimmen zum Beispiel aus Polen, die anscheinend gerade günstig Festplatten eingekauft haben. Die wollen das auf 15 Jahre lang speichern. In Deutschland gibt es da so unterschiedliche Meinungen zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren. Gerechtfertigt wird das im Moment halt natürlich mit dem Kampf gegen den Terrorismus. Das ist eine Initiative der britischen Ratspräsidentschaft, die gesagt haben, wir wollen in der Zeit, wo wir die EU-Ratspräsidentschaft innehaben,
mindestens eine große Maßnahme gegen den Terror durchbringen. Und dann ist es halt so gelaufen, wie sowas in der Politik läuft. Also das, was Großbritannien eingebracht hat, war völlig unakzeptabel. Und dann hat man das ein bisschen verwässert, hat ein bisschen Überwachung Light draus gemacht und hatte dann einen Kompromiss, der dann halt mit der Mehrheit der Stimmen verabschiedet wurde. Also da gibt es jetzt auch ein bisschen Datenschutz, aber letztendlich wird doch noch alles abgespeichert und alles mindestens ein halbes Jahr festgehalten. Und warum ich das erzähle ist, wahrscheinlich werden die meisten dieser Parlamentarier, die da gesessen haben und die da gestern das Händchen gehoben haben, nicht verstanden haben, worüber sie gerade abstimmen. Also das wird irgendeine Vorlage gewesen sein, wo so Wörter wie Datenvorratsspeicherung oder Data Retention drin standen. Und das war einfach super abstrakt für sie. Und sie sind diese Funktionäre nicht indirekt Repräsentanten der Überwachung? Also im erweiterten Sinne könnte man das vielleicht sagen, aufgrund des Funktionalismus, der vielleicht da herrscht. Also zum Beispiel der bürokratische Apparat als Beispiel in Deutschland, der als monströs beschrieben wird. Und teilweise die Beamten, die im Dienste dieses Apparates arbeiten. Sind sie sicherlich, aber es wird ihnen nicht so bewusst sein. Also das Bewusstsein für das, was sie machen, ist auf jeden Fall nicht da. Ich denke, die meisten, für die war das einfach jetzt eine Vorlage, die auch mal wieder abgestimmt werden muss. Und die entsprechenden Stellen hatten sich ja schon darauf geeinigt, dass man das so macht. Wenn man das diesen Leuten vor Augen führt, wie man ja auch argumentieren könnte. Es gibt eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Vergewaltigungen in der Ehe. Das heißt, um dieses Problem zu beheben, müsste man ja eigentlich in Schlafzimmern Videokameras installieren, die dann halt eine Direktleitung zur nächsten Polizeistation haben. Damit könnte man ja auch sicherlich eine große Anzahl von Verbrechen verhindern oder hätte dann zumindest gerichtsverwertbare Beweise. Da die externe Argumentation hat oftmals mit der internen gar nichts zu tun. Wäre das so eine These von dir, die da vielleicht raus abzuleiten ist? Ich möchte den Gedanken noch ganz kurz zu Ende führen. Also ich denke da, wenn es dann wirklich um Videokameras in den Schlafzimmern geht, dann würden die meisten oder ich denke mal sogar alle der Abgeordneten, die da gestern abgestimmt haben, würden sagen, das geht gar nicht, das geht zu sehr in meine Privatsphäre. Aber wenn es in diesen elektronischen, nicht stofflichen, nicht greifbaren technischen Bereich geht, dann ist das für die halt noch abstrakt und vielleicht auch einfach, das ist ja noch Jahre weg. Aber was diese Leute übersehen ist, sie werden nicht jetzt, aber in 2, 3 oder 5 Jahren, werden sie halt einen Großteil ihres Lebens in dieser technischen Welt, wo jetzt gerade die Schlafzimmer eingerichtet werden, werden sie dann halt leben. Und dann ziehen sie in ein Haus ein, ziehen sie in ein Schlafzimmer ein, wo schon die Videokameras stehen und haben es sogar selbst mitbestimmt. Und ich glaube, diesen Bruch, den sehen die Leute dann auch gar nicht. Was macht da so eine Institution wie der Chaos Computer Club, um solche Tendenzen auch erstmal zu vermitteln, im Netz beispielsweise? Also das ist ja auch eine Form von Aufklärung, könnte man sagen, eine Form der modernen Aufklärung. Ja, versuchen wir natürlich, also ganz klassisch, wie das jede politische Initiative versucht, mit Pressemitteilungen, mit dem Versuch, Entscheidungsträger damit gemacht? Unterschiedliche, also zum Teil wird uns dann halt zugehört, zum Teil gibt es dann aber auch einfach Machtverhältnisse, die dann halt außerhalb unseres Einflussbereiches stehen. Also wenn man dann halt irgendwie der SPD-Fraktion irgendwas erklärt über Biometrien, Ausweisen, und dann gibt es dann auch tatsächlich einige Leute, die das verstehen von der technischen Seite her, nachdem man es dann mehrmals erklärt hat, und dann gibt es eine Neuwahl. Und dann werden die Karten neu gemischt, dann ist die ganze Arbeit eigentlich für die Katz. Genauso kann ich das nicht verstehen, dass wir haben da natürlich irgendwie was zu geschrieben. Wir haben aufgefordert, dass man dann den Europaabgeordneten anruft und ihm das erklärt, dass es falsch ist, dass es böse ist, dass es gegen die Aufklärung ist, dass es einfach nicht geht, so eine Datenvorratsspeicherung zu machen. Aber das Ganze ist halt einfach, wenn man den Medien glauben mag, gestern nicht passiert. Ich habe es jedenfalls in den 20 Uhr Nachrichten in der Tagesschau nicht erwähnt gesehen. Ich glaube, es ist auch sonst nirgendwo erwähnt worden. Da ist halt ja, die Privatsphäre im Netz abgeschafft worden in der Telekommunikation und das war halt keine Erwähnung wert. Welche Erfolge habt ihr denn diesbezüglich erzielen können? Gibt es
einzelne Erfolge, die ihr bis jetzt erzielt habt in der Geschichte des Chaos Computer Clubs, was diese Form der modernen Aufklärung anbelangt? Ich denke, ganz am Anfang gab es interessanterweise die meisten Erfolge, obwohl da der Chaos Computer Club eigentlich auch am meisten Probleme mit der Gesetzgebung hatte. Also da wurden halt noch richtig Hacks ausgeführt und sowas. Aber letztendlich haben wir es doch geschafft, da irgendwie so ein Klima zu schaffen, dass man zumindest den Chaos Computer Club in Deutschland als mehr so Robin Data oder ja halt Robin Hood im Datenwald, wie es das ZDF dann geschrieben berichtet hat, wahrnimmt. Und Robin das, Hood im Datenwald. Genau, das ist eine Wahrnehmung, die unterscheidet uns dann schon von Hackergruppen in anderen Ländern, wo dann halt ja es richtig massive Repressionen gegen diese Gruppen gab und es sich dann irgendwann gespalten hat in eine Schlipsträgerfraktion, die politische Lobbyarbeit für digitale Bürgerrechte gemacht hat und einem punkigen Underground, dem sowieso alles egal war und dann auch irgendwie mit der Repression irgendwie gelebt hat. So diese Spaltung haben wir in Deutschland eigentlich nicht gehabt. Und ich denke da auch im Zuge dieser ganzen Diskussion, die wir in Deutschland hatten, um das Volkszählungsurteil, um das Jahr 1984 herum, um Probleme beim Bildschirmtextsystem der Bundespost, die es damals gab, haben wir zumindest dann auch eine Datenschutz... Kannst du das nochmal näher ausführen? Du meintest gerade 1984. Ja. Ja, das Jahr 1984 ist ja nicht nur eine Chiffre, also steht ja nicht nur für den berühmten Roman von George Orwell, sondern war halt auch das Jahr, wo es zum ersten Mal einen Chaos Communication Congress in Hamburg gab, also den mittlerweile jährlich stattfindenden Kongress des Chaos Computer Clubs. Und ja, direkt in dieser Zeit ist dann halt auch etwas passiert, das wird als BTX-Hack bezeichnet, dass Hacker aus dem Hamburger Chaos Computer Club es geschafft haben, das Passwort des Bildschirmtextsystems der Deutschen Bundespost herauszufinden, beziehungsweise das Passwort der Hamburger Sparkasse, die dort Anbieter war, und dann mit einem kleinen Basic-Programm, das sie geschrieben haben, auf ihrem Heimcomputer in einer Nacht dann mehrere tausend D-Mark an Spenden für den Chaos Computer Club generiert haben. Vorher war halt das Diktum der Deutschen Bundespost, unser System, das Bildschirmtextsystem, ist absolut sicher. Danach, nach diesem elektronischen Bankraub, wie es dann in der Presse hieß, war dann halt bewiesen, es ist nicht sicher. Es gibt immer so eine Lücke im System und diese Lücke wurde dann halt von Hackern gefunden. Und da gab es dann halt auch eine große und sehr früh... Die Post als Relaisstation des Staates, die angegriffen wird? Oder? Ja, die Post war damals Monopolist. Das war nicht so wie heute, dass es irgendwie etliche Telekommunikationsunternehmen gab, sondern es gab halt eins, das war die Post, die war dann auch folkloristisch dann halt der Feind, wurde dann als deutsche Bundespest oder ähnliches bezeichnet. Und es gab damals auch Gesetze, dass man nur zum Beispiel Modems mit Postprüfsiegel an die Telefonleitung anschließen durfte, die Strafbedrohung für das Anschließen von selbstgebastelten Modems war ziemlich hoch. Also für das Auslösen einer Atomexplosion, was auch ein Straftatbestand ist, ist die Strafbedrohung weitaus niedriger gewesen als für das Anschließen eines selbstgebastelten Modems. Das waren 5 Jahre. Das hat sich dann irgendwann auch geändert. Aber das war auf jeden Fall dann auch ein Feindbild, dem die Hacker dann ja, gut nachgegangen sind. Das war dann halt der Staat, das Monopol, da wo man halt dran gekratzt hat. Ein Partisan, so wurde damals definiert, muss im Gegensatz zum regulären Soldaten gesehen werden. Vom Terrorismus unterscheidet er sich insofern, als dass er politisch motiviert ist. Wie kann man so eine Figur unter modernen technischen Bedingungen mit einem Hacktivisten vergleichen und ist das überhaupt möglich? Mhm. Wir müssen da, glaube ich, mal über den Begriff des Aktivismus sprechen, grundsätzlich. Aktivismus ist erstmal ein Wort, das so einige Magie in sich birgt, weil es einfach, wenn man das erstmal hört, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schillernde Vorstellung von dem, was da abgeht. Das ist halt die Verbindung von zwei
Wörtern, die an sich halt schon sehr, sehr magisch sind, nämlich Hack und Aktivismus, also politischer Aktivismus ist gemeint. Und dafür gibt es auch mehrere Definitionen. Es gibt zum Beispiel die Gruppe Hacktivismo, die sich aus der amerikanischen Hackergruppe Cult of the Dead Cow herausgebildet hat, die Hacktivismus für sich so definieren, dass ja, es einfach das politische Handeln mit Mitteln des Hackers ist, aber die sich auch sehr, sehr stark von Sachen wie Denial-of-Service-Attacken oder Hacken in andere Systeme abgrenzen. Also sowas wie ein Infowar, der immer wieder beschrien wird und immer wieder als Szenario aufgebaut wird, den wir aber bisher noch gar nicht in dieser Form gesehen haben. Und ich bezweifle auch, dass wir ihn irgendwann mal in dieser Form sehen werden. Ich glaube, das ist hauptsächlich halt eine Metapher, die benutzt wird, um Militärbudgets auch nochmal zu retten. Das ist jetzt nach dem 11. September nicht mehr so ein großes Thema, aber das war... Die Metapher lässt sich nicht in die Realität überführen? Es gibt sowas wie Cyberscharmützel oder sowas haben wir bereits gesehen, dass zum Beispiel indische und pakistanische Hackergruppen aufeinander losgegangen sind und da dann versucht haben, jeweils Rechner der Gegenseite zu hacken. Aber die Theorie des Cyberwars, dass halt das Internet zum Schlachtfeld verkommen wird und dass es etwas gibt, was ja, einem realen Krieg irgendwie ähnlich ist, das denke ich, das wird einfach nicht sein. Da muss man sich auch vor Augen führen, dass es letztendlich beim Internet auch noch das ist eine Geschichte, wo wir ja, halbwegs entwickelte Staaten dann dahinter haben werden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es nicht so, dass wirklich lebenswichtige Systeme am Internet hängen. Also es ist nicht so, dass man über das Internet Atomkraftwerke fernsteuern könnte oder in Krankenhäusern über das Internet tatsächlich jetzt irgendwelche Notfallsysteme ausschalten könnte. Das ist ein viel bemühter Mythos etwa in Filmen. Ist im Film sehr bemüht oder auch bei Budgetverhandlungen unter Militärs. Also man muss sich die Situation vor Augen führen, wo dieser Begriff Cyberwar halt herkommt. Das war halt das Problem nach dem Ende des Kalten Krieges, dass dann kein momentan anvisiertes Feindbild zur Verfügung stand. Das hat sich jetzt durch den politischen Islamismus geändert, aber das war halt zu der Zeit. Und da ist halt diese Theorie oder Idee des Cyberwars aufgekommen. Es gibt Aktivisten, die sich halt gegen diesen Cyberwar ganz rabiat aussprechen. Auch der CCC hat damals, als es einen Aufruf gab, ja, im Irak und in China Rechner zu hacken und dort einen Cyberwar zu veranstalten, sich dagegen ausgesprochen, hat gesagt, das sind die Nervenbahnen der Kommunikationsgesellschaft, das Internet, das anzugreifen wäre komplett kontraproduktiv. Und so gibt es heute halt auch Aktivisten, die sagen, unter meine Definition von Hacktivismus fällt nicht der Angriff auf andere Computer, da fällt das Schaffen von Software mit politischer Zielsetzung. Die Gruppe Hacktivismo in den USA zum Beispiel schafft Zensur, Überwindungssoftware oder Software, mit der man anonym oder pseudonym kommunizieren kann und sehen das halt als Hacktivismus. Das ist eine Sicht der Dinge, wie man Hacktivismus fassen kann. Die andere Sicht, ja, zieht das dann halt auch durchaus mit ein und sagt halt auch, dass der Angriff oder ja, die direkte Aktion, das, was man in der realen Welt dann als Streik oder Demonstration oder Blockade sehen würde, dass das halt auch ein Gegenstück haben muss in der virtuellen Welt. Die ganze Geschichte um die Aktivitäten der Zapatisten herum, da ist von künstlerischer Seite zum Beispiel auch sehr viel und sehr früh experimentiert worden mit Cybersitzblockaden, mit der Überlastung von Rechnern, von staatlichen Organisationen, dass man dann halt gesagt hat, wir verabreden uns jetzt zu einer Demonstration im virtuellen Raum und versuchen, eine bestimmte Seite lahmzulegen. Da ist auch Software geschaffen worden, da gab es interessante Experimente. In Deutschland gab es zum Beispiel den Fall, dass bei einer Kampagne gegen die Lufthansa, gegen die Abschiebungspraxis der Lufthansa, dann eine Online-Demonstration durchgeführt wurde, also auch wirklich versucht wurde, das als neue Aktionsform zu etablieren. Man hat dann diese Online-Demonstration auch angemeldet. Mittlerweile hat das Ganze ein juristisches Nachspiel gehabt und der Verantwortliche für diese Online-Demonstration ist halt auch rechtskräftig verurteilt worden. Also der Staat hat da diese neue Aktionsform nicht in die demokratischen Spielregeln einfügen wollen.
Und das sehe ich halt auch als ein ganz großes Problem an. Wenn wir ich frage mich, wie man einen Streik fasst. Klassischerweise, du sprichst ja gerade nicht vom klassischen Fall, ist es so, ich gehe auf die Barrikaden kollektiv, weil es gewisse Missstände gibt, auf die ich aufmerksam machen will. Genau. Und dass ich irgendwas verhindern möchte und dann halt in einer direkten Aktion nicht versuche, durch Wahl von mir genehmen Politikern oder sonstige abstrakte Sachen versuche, die Situation zu verändern, sondern dass ich halt wirklich direkt versuche, mir das zu nehmen, von dem ich denke, was es mir zusteht. Das ist ja die Idee hinter einem Streik, dass ich halt die Produktionsstätte Namen lege, damit mein Gegner im Streit, der Arbeitgeber zum Beispiel, dann halt zum Nachdenken kommt und versucht, die Situation, die er in meinem Sinne verschlechtert hat, dann wieder zu verbessern. Das ist für mich auch eine Frage der räumlichen Verortung, könnte man sagen. Im klassischen Streik gibt es gewisse Orte, wo gestreikt wird. Genau. Ist es ja im Internet so, hier muss man ja auch von dezentralen Informationsstrukturen ausgehen. Genau. Und es fehlt dann auch natürlich für die Teilnehmenden an so einem Disput im elektronischen Raum, fehlt ein ganz verbindendes Element. Also man geht ja zu einer Demonstration nicht nur, um seine Parolen zu rufen und Transparente zu zeigen, sondern man geht auch dahin, um sich selber zu zeigen, wir sind viele, wir können was verändern. Hier sind ganz viele Leute, die sind so wie ich. Also es ist auch immer so ein Gruppengefühl, das auch irgendwie was Magisches hat dann für die Teilnehmer, wenn sie plötzlich sehen, tausende von Menschen gehen mit mir zusammen auf die Straßen. Das fällt natürlich im virtuellen Raum weg. Ich sitze dann alleine vor meinem Computer und klicke auf die Maus. Ich kann dann irgendwie bei irgendwelchen Serverlogs vielleicht noch sehen, dass das, was ich mit vielen anderen zusammen versucht habe, effektiv war. Aber dieses verbindende Element ist dann wirklich weg. Also greift da nicht auch das Motiv der Körperromantik? Denn wenn ich streike, streike ich auch mit anderen Körpern. Genau, auf jeden Fall. Und das macht die ganze Sache dann halt auch so schwierig. Und deswegen denke ich, ist die ganze Diskussion im Moment auch noch im Fluss, weil wir uns darauf noch nicht so richtig eingelassen haben. Wir haben auf der einen Seite die Situation, dass die Herrschenden gerne ein reguliertes Internet haben wollen, wo jede Form von Aufstand wegdefiniert wird als Verstoß gegen Gesetze, gegen Computerkriminalität. Wer sind die Herrschenden? Im klassischen Sinne ist es ja der Staat. Das ist der Staat und natürlich auch die Industrie, die dann halt entsprechend auf den Staat einwirkt. Genau. Das sind diejenigen, die halt ein Interesse haben, diese neue Welt zu reglementieren, zu überreglementieren, sodass dann halt so etwas wie Aufstand, Unsicherheit oder Freiräume auch gar nicht mehr möglich sind. Gibt es ja auch die These, dass die Staatsstrukturen in zunehmendem Maße abgetragen werden. Wir haben es gar nicht mehr mit einer vom Staat organisierten Gesellschaft plötzlich zu tun. Das wäre meine Anschlussfrage dann auch, wer wären dann die neuen Agenten eines Staates, der so im klassischen Sinne aufhört zu existieren? Das ist tatsächlich so, dass auf der einen Seite wir in einer Struktur leben, wo wir Feindbilder oder Handelnde, Herrschende gar nicht mehr so klar festmachen können. Auf der anderen Seite, weil halt relativ technisch gedacht wird, weil halt gedacht wird, man kann die ganze Welt mit ein paar computersprachlichen Befehlen, mit ein paar Firewall-Rules, mit ein paar Gesetzen, die ein paar Bits reglementieren, irgendwie fassen, dass dann halt wir in der elektronischen, in der virtuellen Welt eigentlich in so einer Art Karikatur von dem leben, was wir in der Außenwelt haben. Also da sehen wir irgendwie immer mehr ein Verschwinden der Grenzen und ein immer mehr Wegbrechen von klassischen Strukturen, während wir diese Strukturen eine Idee, die wir in dem Zusammenhang mal entwickelt haben, ist ein Rollenspiel. Es gibt ein Rollenspiel namens World of Warcraft, was ich glaube im Moment 4 Millionen Menschen auf diesem Planeten spielen. Das nimmt Züge an, dass es mittlerweile Gamer-Fabriken in China gibt, wo man sich dann seinen Gamer mieten kann, der den eigenen Charakter noch ein paar Level höher spielt oder für einen bestimmte Artefakte oder Waffen aus dem Spiel dann holt, während man selber als
Angehöriger der ersten Welt den Schlaf der Gerechten schläft, wird in China für einen gespielt. Ist natürlich in der Form auch ein ganz neues Phänomen. Auch ein Job, den sich vorher nur Science-Fiction-Autoren vorstellen konnten und auch nur machbar. Weil wir in China zum Beispiel ein Zusammenkommen von einerseits einem sehr, sehr hohen Bildungsniveau haben, andererseits können diese professionellen Gamer in den Gamerfabriken dann halt auch sagen, ich verdiene im Monat $250, das ist der bestbezahlte Job, den ich jemals in meinem Leben hatte und ich darf die ganze Zeit spielen. Also da haben wir halt schon so ein Verschwinden im Virtuellen bei diesem Spiel und das ist sicherlich erst der Anfang. Warum überträgt man diese Idee des Rollenspiels, was jetzt im Moment halt für kommerzielle Zwecke genutzt wird, nicht einfach auch auf den politischen Bereich? Warum setzt man diesem World of Warcraft nicht eine World of Staatsmacht entgegen, also ein Raum der Unsicherheit, ein Raum für Demonstrationen, wo sich dann halt auch Leute verabreden können und sagen können, wir wollen jetzt in diesem Raum gemeinsam fühlbar, sehbar, erfahrbar durch Avatare dann unserem politischen Willen Ausdruck verleihen. Und wenn dann halt 10.000 Leute gegen eine Nazi-Website in diesen Raum marschieren, dann ist diese Nazi-Website halt genauso blockiert, wie wenn das in der realen Welt passiert und da dann irgendwelche Vereinslokale blockiert werden. Mir kommt das so vor, um dieses Bild mal zu skizzieren, als ob man sich in einer Art von Dschungel befindet und die Navigation verliert. Man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Also ich will sagen, um nochmal auf die Idee von Streik zu sprechen zu kommen, wer, das hattest du gerade auch angesprochen, wer sind meine Gegner und wer sind meine Verbündeten? Wird das nicht immer schwieriger, überhaupt zu unterscheiden? Also, es ist ja schon eine abstraktere Form von Streik, das sollte man dabei feststellen. Und das impliziert ja auch, dass diejenigen, die mitstreiken, auch die Spielregeln, also auch was die Codes anbelangt oder meinetwegen auch die Programmierung, mitspielen können. Genau, das ist auch sicherlich ein Vorwurf, den man da ganz klar machen kann, dass es eine Sache ist für gebildete Eliten, für Leute, die sich einen eigenen Computer leisten können oder einen Anschluss an das Internet leisten können oder die zumindest in einer Gesellschaft leben, wo so etwas dann verfügbar ist. Ganz klar. Andererseits ist die gesellschaftliche Entwicklung dann halt auch ganz klar für mich ersichtlich in diese Richtung hin. Also die Virtualisierung des Alltags wird halt immer weiter fortschreiten. Und das, was wir uns im Moment einrichten, ist halt die Welt von morgen. Wenn wir diese Welt halt hauptsächlich einrichten unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, was im Moment so als politische Maxime gepredigt wird, dann werden wir sehr, sehr viele Rechte auch dann online verlieren. Ich denke halt, Freiheit stirbt letztendlich mit Sicherheit. Wir brauchen die Unsicherheit, wir brauchen das Unabwägbare. Wir brauchen die Möglichkeiten dann halt auch in einer Welt, die zwar auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaut ist, auf Bits und Bytes, auf Programmierung, auf Logik, dann aber auch die Unlogik, den Aufstand und das Unsichere zuzulassen. Und vielleicht auch noch das Kreative. Auf jeden Fall. Ich hatte da noch... das Chaos. Das Chaos, ja. Ich hatte da noch die Idee der Bildung, also wie man in Schulen klassischerweise erzogen wird. Es gibt da auch weiterhin die Tendenz, ein bestimmtes Normsystem weiterhin aufrechtzuerhalten. Also das heißt, der Schüler wird zu einer Art kybernetischen Maschine erzogen, könnte man sagen. Und Geisteswissenschaftler gehen davon aus, dass das selbstständige Denken das ist, oder der Inhaltsaspekt nicht mehr so wichtig sein wird. Nun könnte man als Techniker sagen, das ist vielleicht auch was Romantisches, was damit schwingt. Also die Frage, was das selbstständige Denken ausmacht, die wäre für mich da, weil du gerade von Streikformen gesprochen hast, in diesen, ja man könnte auch sagen, auch in diesen technischen Räumen nochmal sehr wichtig. Wie erzieht man Kinder dahin, dass sie diese Notwendigkeit
zum Streik überhaupt nachvollziehen können. Ich denke, da kommen wir an Punkte, wo sich dann irgendwann auch mal die alten Griechen Gedanken gemacht haben. Das sind ganz, 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 ganz fundamentale Fragen der Philosophie, die plötzlich für jedermann fassbar eigentlich berührt werden. Das, worum es geht, ist halt die Selbstständigkeit, wie du gesagt hast, und natürlich auch das Unverwechselbare, das Einzigartige, das Gegenteil von dem, was der Computer eigentlich macht. Der Computer verarbeitet Informationen, das, was den Menschen ausmacht und das ist auch dann ein Grund, warum sowas wie Datenschutz ein Menschenrecht ist, ist nicht die Information. Das, was den Menschen ausmacht, ist das Gegenteil, nämlich das Geheimnis. Das Unwägbare. Da müssen wir dann halt auch unseren Raum finden, dass wir das Menschliche in dem erhalten, was wir gerade technisch erschaffen. Und wir müssen lernen, mit Angst umzugehen. Also wenn ich diese Kontrollmechanismen, soweit ich das überhaupt überschauen kann, schwingt ja das Motiv der Angst dabei mit, ein sehr klassisches Motiv im Übrigen für die Menschen. Ja, auf jeden Fall. Angst ist eigentlich auch... Kontrollverlust könnte man auch sagen. Genau. Vielleicht knallt einfach auch die Postmoderne einfach jetzt in der brutalstmöglichen Form auf uns nieder. Nachdem halt so die großen Erzählungen beendet sind mit Religion, in gewisser Weise auch mit Marxismus, haben wir einfach nichts mehr, woran wir es halten können. Und dann tritt einfach die große Angst ein. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, ängstlich zu sein. Also die Postmoderne nochmal, das Ausruhen in Erzählungen und in Geschichten und nun eine Wende, deren Konsequenzen ihr noch gar nicht wirklich erfassen? Genau. Man kann halt wirklich sagen, dass Leute wie Foucault, die sich in den 60er, 70er Jahren Gedanken gemacht haben über Macht, über, ja, da gab es die Bilder wie das Panoptikum, wo Macht ausgeführt wird, die hatten sicherlich nicht die technischen Voraussetzungen vor Augen, wie wir sie heute haben, durch das Internet, wo man einfach mit ein bisschen geschickten Googlen dann wirklich auch Macht über andere Leute ausführen kann, indem man einfach ein paar Bausteine zusammensetzt oder die Durchdringung von Videokameras im öffentlichen Leben. Das war denen alles nicht bewusst. Die Leute waren einfach dann auch ihrer Zeit voraus, deswegen vielleicht auch in ihrer Zeit nicht wirklich verstanden. Und das rächt sich jetzt, dass wir diese Ideen dann auch nicht zu ihrer Zeit verstanden haben und jetzt eigentlich gezwungen sind, in einer Welt zu leben, die damals beschrieben worden ist, ohne wirklich da jetzt ein theoretisches Rüstzeug bei der Hand zu haben, mit der wir das alles verarbeiten könnten. Ihr selber diskutiert ja wahrscheinlich gerade jetzt häufig über diese Fragen. Du hast ja von solchen virtuellen Streikformen gesprochen. Welche gegensätzliche Position gibt es denn bei euch untereinander? Du meintest, es gibt ja viele verschiedene Leute, die teilnehmen, bei euch ja auch unterschiedliche Meinung haben. Mhm. Gibt es da zentrale Argumentationsthesen diesbezüglich, die aufeinanderprallen auch? Genau, also es ist die Frage, die hauptsächlich im Moment zu klären ist, ist, treten wir eher als der Bewahrer der virtuellen Welt auf? Versuchen wir uns den Spielplatz, den wir uns geschaffen haben, klar, das Internet ist zum großen Teil halt auch ein Geschöpf der Industrie und der Staaten, aber zu einem nicht unerheblichen Teil halt auch das Geschöpf von Hackern, die sich da ihren eigenen Spielplatz und Tummelplatz geschaffen haben. Und die immer mit einer extrem liberalen Art an die Sachen herangehen sind, also Radikalliberalismus im Grunde, das dann so weit führt, also das ist sicherlich dann auch dem verschuldet, dass ein Teil dieser Ideen einfach aus den USA kam, wo es geschichtlich ganz andere Hintergründe gab, dass das so weit geht, dass dann gesagt wird, ja, auch selbst so etwas wie Nazis, das fällt unter freie Meinungsäußerung, auch etwas, was ich dann mit meinem Leben verteidigen würde, dass die das sagen, obwohl es völlig falsch ist. Das ist so die eine Herangehensweise, also dieses Bewahrende von diesem Spielplatz, den man hat. Auf der anderen Seite... Der Spielplatz wird ja jetzt eigentlich zur Ernstfallerprobung ausgeformt. Genau, richtig. Sagen. Die andere Herangehensweise an die Sache ist, ich will mir das politische Handeln und das politische Eingreifen dann auch nicht wegnehmen lassen. Die Debatte, die da auch in der deutschen Hackerszene relativ
kontrovers geführt wurde, hat sich dieses Jahr entzündet an einem Vorfall, wo Leute es geschafft haben, eine Seite aus der Neonazi-Szene zu hacken. Insofern nichts Ungewöhnliches, das gab es schon vorher und das wird es auch immer geben, dass irgendwelche Antifa-Hacker dann irgendwie mal eine Neonazi-Seite platt machen. Ist auch von der politischen Gewichtung nicht als besonders toll anzusehen, denn wenn die Leute nicht technisch völlig inkompetent sind, dann wird einfach ein Backup aufgespielt und die Aktion verpufft einfach. Das kann man dann halt vielleicht vergleichen mit sowas wie elektronischer Graffiti. Das heißt, das wird dann ein paar Stunden lang wird dann auf der Startseite stehen, sie wurden gehackt oder irgendwelche wüsten Beschimpfungen oder sowas. Und dann ist der Spuk dann auch vorbei und das geht auch viel sauberer abzuwaschen als eine Hauswand. Da spielt man einfach das Backup ein. Bei diesem Fall war es aber dann wirklich anders, dass nämlich auch politisch eingreifend gehandelt wurde. Also es wurden die Daten, die dort auf den Servern lagen, abgezogen. Und bei der Analyse dieser Daten kam heraus, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen der verbotenen rechtsextremen Terrororganisation Skinheads Sächsische Schweiz, die verboten sind aufgrund von mehreren Mordlisten, die sie geführt haben, aufgrund von Verstößen gegen Sprengstoffgesetz, Waffensammlungen etc. Also halt wirklich Rechtsterroristen, wie man sie kennt, auf der einen Seite und der NPD im Sächsischen Landtag. Wo dann in der privaten Kommunikation sowas erzählt wurde, wie alle meine Passwörter liegen jetzt bei jemandem, der Immunität genießt und so weiter. Das ist natürlich ein harter Schlag, wenn eine Fraktion in einem Parlament mit verbotenen terroristischen Organisationen paktiert und man das dann auch nachweisen kann. Und ab diesem Punkt drehte sich das dann halt von einer elektronischen Graffiti-Aktion um zu einer politischen, einen politischen Eingreifen. Wenn man diese Daten dann nämlich nutzt und das zum Beispiel an die Staatsanwaltschaft abgibt oder auch an die Presse und auf diese Art und Weise dann halt der NPD in Sachsen wirklich spürbaren Schaden auch in der realen Welt zufügt, dann hat man eine neue Qualität des politischen Hacks erreicht. Jetzt haben wir es ja auch mit einem monströsen Makrokosmos zu tun, was den Zugriff zur Information an sich anbelangt. Und die Wächter, die diesen Zugriff für sich selbst einnehmen wollen, sprich die Konzernwelt, die Monopolisierung des Informationsmarktes, ist das eine Problem, die Neonazis oder dass das daraus plötzlich was Politisches entstehen kann, meintest du gerade, das andere wesentlich größere Problem noch auf der Makroebene, könnte man sagen. Das Ganze ist dann auch auf der Makroebene zu, wie verhalte ich mich dann? Wie verhalte ich mich in so einer Situation? Versuche ich wirklich konkret etwas zu verändern und springe dann auch über meinen Schatten und verrate auch meine Ideale zu einem großen Teil? Also so etwas wie Datenschutz, den ich eigentlich als Menschenrecht für alle fordere, übertrete ich in diesem Fall. Ist halt eine schwierige Geschichte. Oder radikalisiere ich meine politischen Ansprüche dann dahingehend, dass ich einfach sage, nein. Ich bin total liberal und ich lasse auch in der virtuellen Welt irgendwelche Nazis gewähren und versuche da gar nicht mehr handelnd einzugreifen, sondern lasse einfach alles fließen und versuche dieses freie Fließen um jeden Preis zu schützen. Und das waren halt diese beiden Ansprüche, die in dieser Sache dann halt hart aufeinander knallten. Das war jetzt ein ganz konkreter Anlass, aber das, wie du schon gesagt hast, muss man wirklich auf der einen Seite und der Aktionismus, der in vielleicht in Zukunft noch in eine andere Richtung gehen muss, auf der anderen Seite. Richtig. Und das ist eine Debatte, die im Moment geführt wird. Und da sind wir wirklich auch nicht am Ende. Und keine der beiden Seiten kann da wirklich für sich behaupten, letztendliche Antworten zu haben. Es wird viel geschrien und es werden viele grundsätzliche Meinungen dann geäußert. Aber eine wirkliche Lösung des Problems haben wir nicht. Was mich noch zum Schluss dabei interessieren würde, Leute, die jetzt von dieser ganzen technischen Dimension keine Ahnung haben, aber an sich an Politik interessiert sind, wie erreicht ihr solche Leute, beziehungsweise wie klärt man solche Leute auch auf, was diese Problemhorizont anbelangt? Schwierig, schwierig. Und das ist halt
jetzt konkret auf den CCC bezogen, ein Problem, das sich eigentlich seit Anfang an durchzieht. Man hat sich immer in so einer Alternativkultur bewegt und das hieß dann halt, dass man irgendwie in irgendwelchen alternativen Zentren getagt hat, wo dann im Anschluss eine Gruppe reinkam, was weiß ich, Ortsverein der Grünen, die darüber diskutiert haben, wenn man jetzt einen Computer zur Verwaltung der Mitgliedsbeiträge einsetzt, ob da nicht der Faschismus ausbricht und ob nicht Technologie halt strukturell böse ist und als solche abzulehnen ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich sehe halt auf der einen Seite wirklich so eine Elite oder Hacker, die getrieben sind von einem technischen Spieltrieb und da dann vielleicht auch ein bisschen weiter sind und ein bisschen mehr in die Zukunft blicken können, so hoffe ich zumindest, sonst wäre das ganze Handeln, was wir haben, sinnlos. Auf der anderen Seite ein Rest der Gesellschaft, den man sehr, sehr langsam da abholen muss, wo er sich im Moment befindet. Wäre das ja bösartig, wenn man das als Restmüll behandeln würde. Ja, das wäre sehr bösartig, zumal diese Leute, die im Moment technisch da noch nicht auf dieser Höhe der Zeit sind, die haben auch nicht wirklich die Wahlmöglichkeit. Die mögen das vielleicht ablehnen, was irgendwelche Nerds ihnen da jetzt über Bits und Bytes erzählen, aber das heißt nicht, dass sie die Wahl hätten, sich dieser Entwicklung zu verschließen. Kommen wir nochmal zurück auf das Motiv des Maschinenstürmers. Der Maschinenstürmer, hat wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Industrialisierungszeit, zerschlägt etwas, ja, auch im buchstäblich physischen Sinne. Nun ist es bei euch so, wenn man jetzt den Bogen zu 2005 spannt, ihr zerschlägt nicht die Maschine von außen, sondern ihr bewegt euch quasi in der Maschine. Genau. Der Maschinenstürmer hat einen Vorteil, einen Nachteil. Den Nachteil, den er hat, ist, er ist wie Sisyphus, er muss letztendlich scheitern. Er wird niemals es schaffen, alle Maschinen zu zerstören. Und er wird vor allen Dingen auch nicht es schaffen, so den geschichtlichen Gang der Moderne aufzuhalten. Den Vorteil, den er hat, ist, dass er tatsächlich nach außen sichtbar etwas macht und auch etwas verändert. Und somit halt auch als Bild viel mächtiger wirken kann. Viel mächtiger, als er in Wirklichkeit ist. Denn in Wirklichkeit ist er ohnmächtig. Und wie Sisyphos schiebt er einfach nur den Stein den Berg hoch und irgendwann wird er wieder runterrollen, weil das einfach so der Gang der Geschichte ist. Roland Barthes hat dazu mal ein Zitat gesagt, dass es eigentlich nicht darum geht, Codes zu zerstören, sondern Codes zu verändern. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, die Herangehensweise, die die Hacker dann an diese Problematik eigentlich haben. Ich stelle mir da so eine Art von Transferleistung vor, also eine dritte Position, ein Vermittler, der die Transferleistung vollzieht, dieses mächtige Bild des Maschinenstürmers nach außen hin zu kommunizieren, aber nach innen eben eine Idee der Destabilisierung von Kommunikation vorzutragen, die diesem Bild nach außen hin nicht entspricht. Ja, wobei ich Destabilisierung der Kommunikation nicht unbedingt sagen würde. Ich würde sagen, das Vorantreiben des herrschaftsfreien Diskurses. Darum geht es letztendlich. Wenn man sich das anguckt, der Computer ist eigentlich dann auch nur ein Verstärker. Man kann sehr autoritäre Strukturen mit Computernetzen aufbauen. Das liegt in ihrer Struktur schon drin. Das ist natürlich ja die Ideologie, in der sie geschaffen wurden. Vieles von diesem Zeug kommt halt aus dem Militär. Ich will jetzt nicht den alten Mythos wiederholen, dass das Internet ja eigentlich nur vom Militär geschaffen wurde. Da gibt es ja mittlerweile auch schon differenziertere Aussagen zu dem Thema. Aber das ist sicherlich so eine Sache, die man dann halt auch angreifen müsste, ist das Herrschaftsmoment aus dem Diskurs rauszunehmen und durch einen herrschaftsfreien Diskurs, durch kommunikatives Handeln halt zu ersetzen. Auf der anderen Seite sollten wir dann auch vielleicht nicht vergessen, dass viele Fortschritte in der Computertechnik eben auch nicht aus dem Militär gekommen sind, sondern aus der Nutzlosigkeit per se, aus der Spieleindustrie. Das, was wir heute an Grafikkarten haben, das, was überhaupt bei der Computertechnik im Bereich Multimedia jetzt vorangetrieben worden ist,
das beruht alles darauf, dass irgendwann mal angefangen haben, Leute dieses Arbeitsgerät, dieses Verwaltungsgerät, dieses Massensteuerungsgerät, Computer zu etwas völlig Sinnlosen zu benutzen, nämlich zum Spielen, in dem zwei abstrahierte Tennisschläger einen viereckigen Ball hin und her geschubst haben zum Beispiel. Du hast ja gerade vom herrschaftsfreien Diskurs geredet. Eine sehr berühmte Idee, die Habermas ja ausgeformt hat. Mhm. Nun gibt es ja so einen herrschaftsfreien Diskurs gar nicht. Sprich, ein herrschaftsfreier Diskurs bleibt ja letztendlich eine Utopie. Es gibt eine Menge Sachen nicht, die erstrebenswert sind. Herrschaftsfreier Diskurs, Kommunismus oder dass es überhaupt allen Menschen gut geht und sie eine rechte Gesinnung haben. Die Frage ist, das heißt aber nicht, dass wir mit der Herrschaft umgeht. Genau. Das ist die Frage, die sich im Moment uns stellt. Wir bewegen uns ja aus einer Zeit heraus, wo es das Internet halt als Spielwiese gab und dieses Internet nicht wahrgenommen wurde von der Masse der Gesellschaft und insofern halt auch ja in gewisser Weise herrschaftsfrei war, hin in eine Welt, wo es halt Herrschaftsstrukturen gibt im Internet und wir müssen jetzt lernen, mit diesen Herrschaftsstrukturen umzugehen und es auf eine andere Art und Weise zu tun, als indem wir uns irgendwie vergeblich dagegen sperren und anfangen, Maschinen zu zerstören. Also es geht nicht um das Zerstören von Maschinen, sondern um das Verändern von Codes. Und um die Vermittlungsebene, da hatten wir heute auch schon mal drauf gesprochen, eben nicht die Info-Eliten in diese Streikformen zu implizieren, sondern auch jene Geister, die vielleicht politisch engagiert sind, aber die Codierung dieser technischen Entwicklung nicht unbedingt nachvollziehen können. Genau. Das ist ein Problem und da sehe ich auch im Moment noch keine einfache Lösung, wie wir das vermitteln können. Wir versuchen es jetzt seit über 20 Jahren und mit mäßigem Erfolg. Kannst du dich an ein Beispiel erinnern, wo das mal gelungen ist? Es wäre wirklich vermessen zu sagen, die Hacker der CCC haben es geschafft, eine Idee in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Das ist in der Form sicherlich noch nicht 100% gelungen. Aber wir haben schon gemerkt, dass wir so ab Mitte der 90er Jahre aufgehört haben, den Leuten zu erklären, was ein Modem ist und was Datennetze sind. Weil plötzlich gab es einen Bruch und plötzlich wusste das jeder. Das ist so ein bisschen wie diese Geschichte vom 100. Affen, wo Affen versuchen, auf einer Insel mit Werkzeugen Konservenbüchsen zu öffnen. Erst lernt es der eine, dann lernt es der andere von diesem einen und ab einem bestimmten Punkt kippt das um und dann kann man nicht mehr sagen, das ist eine ansteigende Kurve, sondern dann wissen es auf den Schlag alle. Genauso ist dieses Thema Internet, Datenkommunikation Mitte der 90er Jahre auf einem Schlag in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und es ist sicherlich gut, dass wir da Vorarbeit geleistet haben und versucht haben, den Diskurs in einigen Punkten dann halt in die richtigen Richtungen zu leiten. Aber dass wir jetzt geschafft haben, wirklich ein Thema komplett rüberzubringen, ist auf jeden Fall ein Anspruch, den wir dann in Zukunft mal versuchen zu realisieren. Ist ja das Jahrzehnt, also die 90er, auch ein Jahrzehnt der leeren Wirtschaftsphasen. Wir meinen, was virtuelle Märkte und so anbelangt, der Glaube daran, Kapital in unbegreiflicher und nicht begrenzbarer Form ansammeln zu können. Ja, war auch sicherlich ein Problem und einer der Kritikpunkte, die man sicherlich auch den Hackern stellen kann und der auch sehr, sehr früh schon gestellt worden ist, ist das Trüffelschweine für die Industrie zu sein. Das ist auch sicherlich in den 90er Jahren zum großen Teil einfach passiert. Der Hacker wird dann plötzlich zum Agenten der Industrie. Richtig, genau. Da hat man einfach dem Lockruf des Goldes folgend einige Lehren aus der Geschichte komplett vergessen. Zum Glück war der Spuk dann auch ein paar Jahre später wieder vorbei. Und jetzt mit was für einer Zeitschreibung haben wir es jetzt zu tun? Vielleicht mit dem Jahrzehnt der absoluten Ernüchterung, oder? Wir haben es auf jeden Fall, wie es in diesem alten chinesischen Fluch heißt, mit sehr interessanten Zeiten zu tun, in denen wir im Moment leben. Und was das jetzt genau ist, ich glaube, das kann man irgendwie am besten immer retrospektiv betrachten. Irgendwann werden wir zurückblicken und hoffentlich sagen, da sind einige Weichen in die richtige Richtung gestellt worden. Ich bedanke mich für das Gespräch.